Okay. Du schaffst das. Stell dir da gut. Er ist da. Tja, wenn er der Vater ist. Es kann auch gut sein, dass er das Haus da verbrennen wollte. Die Hürde. Okay, genug okay. Schild. Tun wir es. Hallo. Hi, Sam. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ohne mein Boot ich kann weder die Kette noch die Ventildecke wieder aufsetzen. Also, was gibt es? Ich hab gedacht, dass... ich wollte eigentlich dein Boot bestaunen. Mehr nicht. Ja. Okay, ja. Wie ist es? Wo ist dein Bruder? Wir haben gestritten. Ah. Geschwisterrivalität, was? Du hättest mich und meinen kleinen Bruder sehen sollen. Doch bis ganz zum Schluss. Entschuldigen? Mann, der Artikel über Ozeanversauerung ist ja richtig verstörend. Was ist? Oh, in der Zeitung ist ein Artikel darüber, wie der Klimawandel den Ozean ruiniert. Ja. Es gibt immer weniger Fische. Und ich sehe immer weniger Wale. Keine Ahnung, wo das hinführt, aber wir steuern mit Vollgas darauf zu. Wie läuft's? Wie läuft's am Haus? Langsam. Wir haben viel zu tun. Klar, ich meine, darin stecken ja auch gleich mehrere Leben. Eine Schande. Oh, das kenne ich. Die Einleitung ist für immer in mein Hirn gebrannt. Hey, Enzyklopädie der Astronomie. Die habe ich auch.
Ah, ja. Beeindruckende Sammlung. Wenn dir was gefällt, nimm's dir. Ich navigiere eigentlich nicht mehr. Danke. Wow, was für ein schöner Sextant. Oh ja, ein Geschenk meiner alten Mannschaft zum 30. Das ist wunderschön. Heute ist er vor allem Dekoration. Ich mache die Dinge gerne auf die altmodische Art und Weise. Geh einfach mal so ein bisschen rum, ne? Was machst du so? Mein Cousin Billy hat ein altes Motorboot gekauft, aber beim Rausfahren den Motor absaufen lassen. Ich hab gesagt, ich repariere es. Hast du Probleme? Ich bekomme diese Mutter nicht los, weil mein Cousin sie verrosten lassen hat. Ich habe hier irgendwo noch einen Roster. Wenn du ihn findest, bring ihn her, ja? Klar. Hilft dir das? Danke, Prinzessin, aber das nicht. Es ist in einer roten Dose. Ich bin keine Prinzessin. Nachschauen, ob ich irgendwo in diesem Durcheinander noch Rostspray habe. Das ist eine richtig rote Dose, jetzt nicht gesehen. Ist es das hier? Nee. Du wirst auf einem der Regale da hinten stehen. Mach dir keinen Kopf. Ich krieg sie schon noch lose. Verdammt! Was ist passiert? Hab meinen Finger in dieser scheiß Zange eingeklemmt. Holst du mir einen Verband? Müsste in dem Schrank dort drüben liegen. Dort drüben? Ich sehe hier keinen Star. Der Mull müsste in dem Schrank dort liegen. Das ist noch eine rote Dose. Sam, bist du unser Vater? Dachte mir schon, dass du mich das irgendwann fragst. Und? Schön wär's. Was ist das denn für eine Antwort? Tut mir leid, Ellie. Aber der Mann, den du suchst, bin nicht ich.
Oh, okay. Dann glaube ich dir das mal. Hey, du hast kein Recht, hier reinzustürmen und dich über etwas aufzuregen, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber ihr wart euch so nahe. Ich weiß, dass du ihr was bedeutet hast. Glaubst du wirklich, ich hätte euch zwei ohne Vater aufwachsen lassen? Ich mag ein Versager sein, aber kein Feigling. Aber du musst etwas wissen. Nein, wirklich. Eure Mutter hat nie... Hör zu. Wir waren nur Freunde. Ich meine, sieh dir den alten Sam an. Eine Frau wie Mary Ann würde sich nie ernsthaft auf mich einlassen. Ich bin es so leid. Ich bin es so leid, Mary Anns beschissene Geheimnisse aufzudecken. Ich verstehe sie nicht. Ich will sie hassen, so sehr. Aber ich weiß nicht mal, wer sie war. Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Wann hast du zuletzt dein Fenster aufgemacht? Gut siehst du aus, Obermatt Kensky. Wie bitte? Diese Bilder. Oh, tja, das ist eine Weile her. Wie war's an Bord? Oh, hab gearbeitet. Nur Wartungsarbeit am Anfang. Den Rumpf schrubben, Müll sammeln. Später wurde ich ein Navigator. Aha, daher der Sextant. Wohin bist du gereist? War meistens auf der Südostasienroute. Vietnam, Kambodscha, da in der Nähe. Wow, wusste nicht, dass du so viel rumgekommen bist. Naja, ich habe auf einem Frachtschiff gearbeitet, konnte also nicht oft an Land. Aber meine Beine fühlen sich nirgends so standfest an wie am Deck eines Schiffes, das auf den blauen Horizont zufährt. Dieses Bild von deiner Mom. Wenn sich das Haus dadurch verkauft, umso besser. Ich liebe dieses Bild von deiner Mama. Warum liegt eine verbrannte Pfanne in deinem Müll? Oh ja, ich bin eventuell eingeschlafen beim Kochen. Zum Glück ist nichts passiert. Thank you.
Schau mal hier. Fang des Tages. Was ist das alles? Hier, ich, nur Erinnerungen. Schwerter und Intrigen. Ach, hab sie an ihrem Geburtstag eingeladen. Sie hat jede Sekunde gehasst. Auf dem Rückweg hat sie nur über die furchtbare Adaption gemeckert. Hat er dir gefallen? Ich, ja. Bin vor dem ersten Schwert eingeschlafen. Hat deine Mom gemacht. Sie war eine echte Künstlerin. Ein bisschen wie du. Daran erinnere ich mich. Dies von unserem Trip nach Juno. Für den Ausflug hat sie ein ganzes Jahr lang gespart. Dir die hier an. Sie wirkt glücklich. War sie. Wann war das? Warum trägst du einen Doktorhut? Da habe ich endlich meine Kapitänslizenz bekommen. Mary Ann hatte mich dazu überredet. Sie hat darauf bestanden, dass ich ihn während des Schwurs trage. Das hat Laura gemacht. Wir haben Monate an der Scheune gearbeitet. Das Dachdecken war der reinste Albtraum. Der Speicher, er wurde einfach nicht dicht. Warte, es gibt einen Speicher? Ja, das wusstest du nicht? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ist das eine Falltür? Ja, sie wollte, dass ich sie versiegle. Ich meinte, es wäre dann echt schwer, Heu da hochzubringen, aber das war ihr egal. Was lagert da oben? Ich habe gemerkt, dass sie nicht darüber reden will, also habe ich es respektiert. Naja, wir müssen es für den Verkauf ohnehin ausräumen. Wir werden es wohl bald erfahren. Ellie, willst du das wirklich durchziehen? Wie ich schon meinte, das Haus bedeutet eurer Mutter wirklich alles. Es ist alles, was wir noch haben. Das kannst du nicht einfach wegschmeißen. Sieh dich an. Das reicht. Wie lange willst du dich noch selbst bemitleiden? Willst du Marianne wirklich dein ganzes Leben lang mit dir mitzerren? Gib das her. Nein! Ich habe es satt, dich als Alkoholiker zu sehen. Um Himmels Willen, reiß dich zusammen! Erst hast du mich um Hilfe gebeten und jetzt stehst du da und verurteilst mich? Es war alles in Ordnung, bis ihr beide gekommen seid und längst vergessene Dinge ausgegraben habt. In Ordnung? Guck dich mal um! Du lebst mit Geistern!
das hier. Du bist erbärmlich. Ich sagte, raus hier! Oh je, das wollte ich nicht. Aber vielleicht muss das mal gesagt werden. Hey, Tyler. Ich hab dich schon überall gesucht. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Wow. Setz dich mal lieber hin, okay? Komm schon. Hör mal, wenn du lieber allein bist, geh ich. Aber wenn du etwas loswerden willst, ich sag's nicht weiter. Hast du Ellie gesehen? Wie geht's ihr? Ja, ich hab heute Morgen geschaut, wie es ihr geht. Sie war ziemlich fertig. Was auch immer zwischen euch passiert ist, macht sie echt fertig. Hör zu, ich will dich da nicht mit reinziehen. Tja, ich bin schon mittendrin und du siehst fertig aus, also... Ich habe einfach viel um die Ohren. Also, da wüsste ich ein Gegenmittel. Wie ein weiser Mann einst sagte, Fischen heilt die Wunden des Herzens. Bist du dieser weise Mann? Hey, wie gesagt, ich schreibe meine eigene Geschichte. Also, kommst du? Ich weiß nicht. Komm schon, es wird Zeit. Gehen wir. Wo fahren wir hin? Wozu weggehen, wenn direkt vor uns ein zugefrorener See liegt? Eisangeln im November? Ja. Dieses Jahr wurde es echt früh kalt. Klimawandel. Der Scheiß wird uns umbringen. Doch erst angeln wir. Du kannst hinter mir gehen, wenn du Angst hast. Du meinst es echt ernst? Ich meine es immer ernst, Tyler. Na los, wir müssen das Zeug aus dem Auto holen. Alles ist bereit. Showtime. Wenn du soweit bist. Willst du das nicht machen? Nee. Mann, ich bring dich doch nicht um deinen ersten Fang auf deinem Grundstück. Okay. Hast du alles, was du brauchst? Ja, habe ich. Mann, das wird mir so fehlen. Was denn? Einfach abzuhängen und zu angeln. Wenn wir erst in Juno wohnen, haben wir neben der Schule und dem JBG kaum Zeit. Ja, stimmt. Sind von den Leuten, die du aus Fireweed kennst, welche in Juno gelandet? Ich weiß nicht. Als sie weg waren, haben wir den Kontakt verloren. Echt? Die Leute kamen und gingen. Ich meine, jeder muss mal weiterziehen, nicht? Nicht jeder. Nicht die Leute, die zur Familie geworden sind. Ja, tja, so war es einfach nicht. Ich meine, ich war ziemlich eng mit meinem Berater Aaron, aber ich habe schon eine Familie. Naja, nicht umsonst stellt man Familien als Bäume dar. Es wachsen stets neue Äste und... Oh, hey.
Ich glaube, da hat was angebissen. Du schaffst das. Schnapp sie dir. Komm schon, zieh an der Angel. Los, kräftig ziehen. Ich hab ihn. Ich hab ihn? Glitschiger Kleiner. Hab ihn. Bravo. Der erste von vielen. Immer mit der Ruhe. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Danke, Sensei. Ach hey, wolltest du wirklich noch zum Bussardloch? Der Fluss friert vielleicht bald zu, also sollten wir nicht zu lange warten. Ja, sicher. Cool. Ich wollte Samstag gehen. Ich hol dich dann ab. Cool. Ich stell meinen Wecker auf arschfrüh am Morgen. Ich hätte das schon früher sagen sollen. Danke für all das hier. Kein Ding. Außerdem wollte ich sehen, ob du nur große Töne spuckst. Und dein Urteil? Du bist ziemlich gut. Lass es dir nur nicht zu Kopf steigen. Am Ende stolperst du nur über dein eigenes Ego. Ja, Sir. Ich hätte das schon früher sagen sollen. Danke für all das hier. Kein Ding. Außerdem wollte ich sehen, ob du nur große Töne spuckst. Und dein Urteil? Du bist ziemlich gut. Lass es dir nur nicht zu Kopf steigen. Am Ende stolperst du nur über dein eigenes Ego. Ja, Sir. Okay, dann mal los. Ja, komm. Okay. Okay. Was sagst du dazu? Gut gemacht. Das war also nicht nur Geschwätz. Beeindruckt? Ich sehe nur zwei Fische in meiner Kühlbox. Ja, noch? Erzählst du mir jetzt, was in der Kühlbox ist oder nicht? Ich kann's dir sagen. Oder dich noch etwas auf die Folter spannen. Ach, du bist ein schrecklicher Mensch. Weißt du das? Allerdings. Du hast so eine schicke Tasche nur fürs Eisangeln? Keine Kompromisse. Niemals. Mann, du machst keine halben Sachen, was? Ich hab's dir doch gesagt. Ich meine alles völlig ernst. Sag mal, fährst du immer mit einem Bohrer im Auto herum? Es ist nicht, wonach es aussieht. Ich schwör's. Ich hatte vor, dieses Wochenende mit der Familie Eisangeln zu gehen. Einmal habe ich den Bohrer vergessen und außer einem Eismeißel hatten wir sonst nichts dabei. Sowas vergisst man nicht so schnell. Verstehe. Was letzte Nacht angeht. Ich weiß nicht, was Allison gesagt hat, aber ich dachte, naja, wir beide wären auf dasselbe aus. Aber das hat wohl nicht gestimmt. Hey, also sag ihr das nicht weiter. Aber letzte Woche war deine Schwester echt kaum auszuhalten. Sie war ganz aus dem Häuschen vor Aufregung darüber, dass du zurückkommst. Wirklich? Das kannst du mir glauben. Als ihr euch das letzte Mal gesehen habt, wart ihr Kinder. Die Dinge haben sich geändert, aber ihr könnt daran arbeiten. Ich weiß. Ich habe sie gestern echt bedrängt. Es ist meine Schuld. Ich verstehe nur nicht, warum sie immer vor allem weglaufen muss. Verständlich, oder? Ein Problem auszuweichen lässt es nicht verschwinden. Sie ist so auf den Hausverkauf fixiert. Als wolle sie die Vergangenheit begraben. Alles. Selbst das Gute. Ich ergreife keine Partei. Aber seit damals ist sie das Mädchen vom Mörderhaus. Jetzt kann sie das hinter sich lassen und ganz neu anfangen. Mann, da hätte ich's wahrscheinlich genauso eilig. Darüber habe ich nicht wirklich nachgedacht. Ich war so mit meinen eigenen Problemen beschäftigt. Es ist hart, verstehst du?
zu lernen, selbst klarzukommen. Hier draußen. Du meinst.